Leute, Micha ist gerade am Grill. Wir wollen ja gleich noch eine kleine Mittagspause machen. Und jetzt wollen wir die Chance einfach mal nutzen, um euch so ein bisschen das Tackle von allen vorzustellen. Das übernehme ich jetzt einfach mal komplett. Womit fangen wir an? Also erstmal Zielfisch. Wir hatten heute Barsch und Hecht. Eher erstmal Hecht als Zielfisch. Barsch ein bisschen nebenbei. Für Barsch haben wir einmal die Kombos ganz links. Das ist einmal Mattis hier. Shimano, Aldebaran, BFS als Rolle. Und eine Zec Pitchcast. Macht sich ganz gut, glaube ich. Also habt ihr, glaube ich, auch im Video gesehen. Hat eine mega geile Aktion. 4 bis 14 Gramm. Ist genau der Bereich, den die Aldebaran auch sehr angenehm wirft. Das macht richtig Spaß. Ich habe die auch schon gefischt. Ich habe als Präferenz dazu ebenfalls eine Aldebaran BFS als Rolle und als Route an aber eine Shimano X-Pride. Die hat 3,5 bis 10 Gramm. Das ist die 164L BFS. Einteilig. Und ja, ich kann da ehrlich gesagt nicht mehr sagen, als es ist eine brutal geile Route. Würde ich mir immer wieder kaufen. Ich hatte schon überlegt, mir noch ein oder noch zwei hinzustellen. Das neue Modell ist schon interessant. Vielleicht hole ich mir das nochmal, dann könnte man das direkt vergleichen, das alte und das neue Modell. Aber zu der Route muss ich sagen, bin ich mehr als positiv überrascht. Kostet zwar auch eine Stange Geld, aber das hat sich definitiv gelohnt. Dann gehen wir in den etwas schwereren Bereich. Das ist die Route von Micha. Als Rolle eine Shimano SLX-XT für die etwas mittleren Gewichte und als Rolle eine Quantum Purple Haze. Optisch ein richtig geiles Brett, so wie ich finde. Coole Übergänge, so ein blau-lila, ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen erkennt. Dazu passt die SLX richtig gut. Eine Multicolor-Sehne drauf, das ist, glaube ich, die Power Pro in vierfach geflochten, so wie man es auf eine Baitcaster macht. Die Rute hat hier 10 bis 34 Gramm. 1,98 Meter lang, muss nicht viel länger sein, da wir ja viel vom Belly fischen oder nur mit den Ruten, müsst ihr jetzt keine riesen Langruten haben. Eine geile Rute, um so diesen mittleren Bereich ein bisschen abzufischen, also gerade so hier die Köder, darauf gehen wir sowieso gleich nochmal ein, aber so die Ködergröße mit einem 7 bis 10 Gramm Kopf, ideal. Macht richtig Spaß, die Rute ist an sich schön weich, so man merkt die Bisse richtig gut, aber dann kommt ein schönes knackiges Rückgrat. Also die kann man auch wärmstens empfehlen für nicht allzu viel Geld. Das muss man eben dazu sagen. Die Combo ist insgesamt sehr preiswert und dafür macht die echt einen richtig guten Job. Jetzt kommen wir dann zu zwei Combos, die nicht mehr ganz so preiswert sind. Mati lacht schon hinter der Kamera. Sehr identisch. Also wir haben hier zweimal eine Curado DC plus eine Poison Adrena. Das ist die Ausführung 12 bis 42 Gramm. Ja, das ist wie mit der X-Pride. Ich kann da nicht mehr sagen, als Shimano baut einfach brutal geile Routen. Also ihr habt eine super Übertragung der Bisse. Also ihr merkt alles, ihr merkt jeden Zupfer, jeden Anstupser an einem Gummifisch. Und wenn ihr den Biss kriegt, geht sie voll in die Parabolik, hat aber irgendwie doch Rückgrat, um jeden Fisch irgendwie zu parieren. Also ihr habt nie das Gefühl, dass die Route irgendwie zu schwach ist, habt aber auch nie das Gefühl, dass die Route zu hart ist für irgendwelche Sachen. Also das macht richtig Spaß. Ihr könnt mit der Route eigentlich alles machen. Also bei mir jetzt zum Beispiel ist ein Frosch drauf für Seerosenfelder. Fische ich sehr gerne mit der Route. Ihr habt da genug Rückgrat, um eben auch mal einen Fisch aus dem Cover zu ziehen. Fisch aber auch sehr gerne Chatterbaits, Spinnerbaits, vor allem Maze Runner von Nays. Was die Route super gut macht. Ihr merkt die Vibration, ihr merkt, wenn Fische irgendwie so ein bisschen anstupsen, dass Spinnerblatt da nicht mehr richtig arbeitet, also brutal gut. Kann ich nur empfehlen. Sicherlich ist das eine sehr, sehr teure Kombo an sich, aber das ist es allemal wert, muss ich wirklich sagen. Dann kommen wir zu etwas schwerem Gerät. Das ist ebenfalls die Kombo von Micha. Alles schön in matt-grün aufeinander abgestimmt. Die Rolle ist die Savage GS G8 plus die Savage GS G4 Route. Die Route hat bis 80 Gramm Wurfgewicht. Optisch so wie es jedem gefällt. Dieses mattgrüne ist nicht ganz meins, aber hat auf jeden Fall etwas. Ja, bis 80 Gramm hat eine gute Aktion. Also für 80 Gramm muss ich sagen, macht richtig Spaß die Route. Habe ich auch selber gefischt. Wir tauschen untereinander immer mal wieder. Das ist richtig geil. Das macht Spaß und das lohnt sich schon. Das kann man schon mal kaufen. Als nächstes, meine Big Bait Route ist leider noch in Reparatur. Mir sind zwei Ringe weggeflogen. Habe ich von Matti eine Route geliehen gekriegt. Als Rolle Shimano Kade. Also, gab kurz eine kleine Unterbrechung. Wie ihr gesehen habt, kam jemand noch im Hintergrund reingefahren. Wir haben uns kurz unterhalten. Ich war stehen geblieben bei der Rolle. Shimano Kade. Habe ich auch auf meiner Kombo. Wenig Geld, viel Rolle, kann man so sagen. Richtig geil, also macht richtig Spaß. Gerade für große Köder, wenn man jetzt nicht gerade eine Calcutta Conquest kaufen möchte.
ist das eine richtig gute Alternative. Gibt aber auch gleich noch eine andere. Dazu habe ich von Matti die Solution Contact gekriegt, bis 80 Gramm. Kann ich bis jetzt noch nicht ganz so viel zu sagen, fische ich heute das erste Mal. Hatte 2-3 Bisse schon auf die Kombo. Die Bisse sind gut, merkt man sehr gut. Zur Aktion kann ich noch nichts genau sagen. Kann man vielleicht nochmal nachrechnen, vielleicht seht ihr auch noch einen Drill nachher mit der Kombo. Sieht man hier ja schon etwas größere Schlappen. Wir wollen auch versuchen, vielleicht nochmal einen etwas größeren zu fangen heute. Und als letzte Route haben wir dann Mattis neues Schmuckstück. Das ist ebenfalls eine Savage Gear, die Savage Gear Swimbait. Als Rolle eine Diver dieses Mal, keine Shimano, eine Diver Tatula, wenn es mich nicht täuscht. Die 300er Größe, 7.1er Übersetzung. Ihr seht schon, was dran baumelt. Das ist die Swimbait Route, also werden auch Swimbaits gefischt. Zu den Ködern kommen wir gleich aber nochmal ganz kurz. Habe ich ebenfalls gefischt, als meine Route kaputt war. Also ich habe von Matti schon alles durchgefischt. Macht sich gut. Ich habe leider noch keine Bisse gekriegt. 170 Gramm ist natürlich ein Brett, muss man so sagen. Gerade wenn man jetzt nicht die größten Fische erwarten kann. Aber um eben auch mal größere Swimbaits zu fischen, größere Gummis, ist das absolut eine geile Route. Rolle auch gut. Ich bin überzeugt von Shimano, muss ich dazu sagen. Also ich fische eigentlich nur Shimano. Hab selber aber auch eine kleine Tatula und rollenmäßig, muss ich sagen, kann man auch bei Diver nichts falsch machen. Also gerade wenn ihr vielleicht Einsteiger seid, kann man mit einer Diver Tatula an sich nichts falsch machen. Muss ja nicht die 300er Größe sein, weil die eben extra für große Köder ausgelegt ist. Die ist recht groß, aber gerade für Leute, die vielleicht für wenig Geld erstmal einsteigen wollen, wäre die Kombo von Micha mit der SLX XT und die Quantum Purple Haze, denke ich, genau das Richtige. Also mit Shimano und Diver macht ihr in dem Fragment nichts falsch, sei es bei Routen oder auch bei Rollen. Ich denke, das wäre es soweit erstmal mit unseren Kombos, die wir hier mit haben. Es stehen natürlich noch welche im Keller, aber die sind heute eben nicht mit. Wir erzählen euch gleich noch kurz was zu den Ködern, die hier drin liegen. Und dann haben wir es, glaube ich, in der Theorie erstmal geschafft und dann geht es wieder aufs Wasser nach dem Mittag. Gut, also nochmal ganz kurz die Köder anreißen. Auch da ist es wie bei den Routen, wir tauschen sowieso mal ein bisschen durch. Fakt ist aber, dass dieser Köder hier, der Pike Collector von Balzer, bei allen in der Box ist und bei allen sehr, sehr gut bis jetzt gefangen hat. Gerade die Farbe Albino, wer Matze Koch ein bisschen guckt, weiß, dass die Albino-Farbe irgendwie was Besonderes hat. Dann habe ich noch für etwas größere Fische den Fox Rage Pro Shad in verschiedensten Größen und Farben. Also hier einmal in gar nicht so klein und einmal in recht groß, 28 cm hat der hier. Der hat leider noch keinen Fisch gesehen. Hier nochmal in Fire Tiger. Also hier ein recht natürliches Dekor, hier recht auffällig. Besonderer Köder, den müsste ich eigentlich einrahmen. Der hat nämlich meinen ersten Meterhecht gefangen. Dann haben wir noch mit große Easy Shiner. Die kennt, glaube ich, jeder von euch. In klein definitiv, für Zander, Barsch, immer ein Bringer. Auch für Hecht sind die großen richtig gut. Habe ich ebenfalls in zwei Farben dabei. Dann einmal von Hecht und Barsch. Name kann ich gerade nicht sagen. Köfi. Köfi, der Köfi. Geile Farbe, wie ich finde, läuft super gut. Hat mir noch keinen Fisch gebracht, aber ist auch bei, ich glaube, allen in der Box, soweit ich weiß. Matti und Micha haben beide diesen Köder. Dann noch einer meiner Lieblingsköder in der Nummer kleiner eigentlich, der Fatswing Impact. Habe ich letztes Jahr für mich entdeckt. In der etwas kleineren Variante war super gut, habe ich mir gleich in der größeren Variante bestellt. Super zufrieden mit, einzigartiger Lauf, wie ich finde. Hat heute schon Bisse gebracht, aber noch keinen Fisch. Was ihr bei allen sehen werdet, Shallow Rig System. Wir fischen hier bei recht viel Kraut, recht flach. Da haben wir jetzt nicht wirklich viel Möglichkeiten mit Bleiköpfen zu spielen. Ich habe hier zwar noch ein Gewicht dran, für die Stellen, wo es ein bisschen tiefer wird. Aber generell haben wir überall Shallow Rig Systeme. Das macht es einfach einfacher, ein bisschen über dem Kraut zu angeln. Ja, hier ist dann noch ein großer Copito, große Köder eben. Was wir dann noch haben, gerade für die Poison Adrenas, für die Purple Haze, was wir so vorgestellt hatten, oder auch für die SG4, die Spinnerbaits von Maze, die Maze Runner. Brutal geile Köder. Habe ich mir dieses Jahr das erste Mal bestellt. Wer YPC ein bisschen verfolgt, weiß, dass die Dinger liefern. Einmal in der kleinen Größe mit einem Spinnerblatt, einmal die Hechtgröße mit zwei Spinnerblättern. Farbe 1005, 1001 als Trailer, passt bombastisch auf den Green Pumpkin Chartreuse Köpfen. Ja, mehr kann man, glaube ich, dazu nicht sagen. Einfach durchleiern, überm Kraut, ist echt eine Bank, hat schon viele Fische gebracht, große Fische gebracht. Ebenfalls bei allen in der Tasche, also es ähnelt sich alles sehr bei uns.
Ich will das gar nicht künstlich in die Länge ziehen. Das sind so die Köder, die wir hier heute fischen und die wir generell, wenn wir auf Hecht los sind, eigentlich fischen. Was wir noch ganz kurz zeigen können, auf den kleinen Routen, bei Matti und bei mir, haben wir hier heute kleine Chatterbaits drauf. Ja, also wirklich ganz klein, 5 Gramm. Damit haben wir eben die Möglichkeit, schöne Barsche zu fangen, aber auch schöne Hechte, wie ihr eben schon gesehen habt. Da hat Matti seinen schönen 70er drauf gefangen. Alles in allem wäre es das. Bisschen länger geworden als eigentlich gedacht. Aber ich denke, das interessiert einige Leute mal. Wenn ihr genauere Fragen habt, schreibt es in die Kommentare, schreibt uns auf Instagram. Da sind wir immer erreichbar. Und dann würde ich sagen, essen wir jetzt und dann geht es schnell wieder aufs Wasser. Wir wollen nämlich noch Fische fangen.